In diesem Video schauen wir uns an, wie man sich mit einem S-Tunnel unter Android durch ganz aggressive Firewalls durchboxen kann. Ich habe hier den Provider RVPN, der bietet eben so einen S-Tunnel an. Wenn ich unter Windows bin, kann ich einfach die Software von RVPN verwenden. Dort habe ich dann in den Einstellungen unter Protokolle ganz einfach die Möglichkeit, einen SSL-Tunnel auszuwählen, möglichst auf Port 443. Da komme ich in der Regel durch so ganz aggressive Firewalls ganz gut durch. Auf Android ist es allerdings ein bisschen komplizierter und deshalb schauen wir uns das jetzt hier in dem Video an, wie man es da bewerkstelligt. Als erstes muss man sich mal in seinen RVPN-Account unter rvpn.org einloggen. Jetzt klickt man als nächstes oben auf Client Area und links auf den Config-Generator. Als Betriebssystem wähle ich mir hier Linux aus und nun muss ich einen Server auswählen. Wichtig übrigens, kein Kontinent oder sowas, sondern es muss schon ein Server sein, den wir hier auswählen. Ich nehme jetzt mal einen belgischen und scroll jetzt ans Ende der Seite. Hier klicke ich dann auf Advanced Mode, setze den Haken, scroll dann auch wieder runter und nehme hier den SSL 443 Eintrag. Da setze ich auch wieder einen Haken davor. Nun hilft es manchmal noch, dass nicht der Hostname in der OVPN-Datei steht. Das kann ich ganz einfach machen. Resolved Hosts. Den Haken setzen, dann steht die IP-Adresse in der UVPN-File drin oder in der SSL-Tunnel-File. Jetzt setze ich unten noch die zwei Haken und generiere mir diese Config-Files. Die lade ich nun erstmal auf meinen PC runter und die müssen jetzt auf mein Handy übertragen werden. Wie ihr das macht, ist mir wurscht, entweder über WLAN oder über einfach Kabel anschließen und aufs Gerät kopieren. Man kann natürlich auch diesen ganzen Vorgang direkt schon am Handy abschließen. Als nächstes wechseln wir jetzt mal zu Android. So, nun sind wir auf Android angekommen und gehen gleich mal in den Play Store und installieren uns den Simple HTTP Server. Im Grunde brauchen wir insgesamt drei Apps. OpenVPN selbstverständlich, den HTTP Server und einen SSL Tunnel. Dazu gebe ich SSL Tunnel in den Play Store ein und wähle diesen TLS SSL Tunnel aus zum Installieren. Der HTTP-Server dient uns eigentlich nur temporär dazu, einen Link zu dem Zertifikat zu generieren und den dann in den SSL-Tunnel einzufügen. Deshalb öffnen wir als erstes mal die App HTTP-Server und klicken oben auf den Button, wo aus steht. In dem Moment geht nämlich der Server an und ich kann direkt auf den Link dort klicken. Nun öffnet sich eine Indexseite und ich navigiere dahin, wo ich die ganzen Files, die wir vorhin runtergeladen haben, auf dem Handy abgelegt haben. Das ist bei mir der Ordner RVPN und dann hier auf Video. Da liegen jetzt also die drei Files, die OpenVPN, die SSL und die S-Tunnel.crt-Datei. Da mache ich quasi einen Rechtsklick drauf, also einmal lang drauf drücken und Linkadresse kopieren auswählen. Das war es jetzt im HTTP-Server. Als nächstes wechseln wir in die Tunnel-App. In der Tunnel-App angekommen, werden wir danach gefragt, einen neuen Tunnel einzurichten. Das brechen wir erstmal ab, gehen jetzt rechts oben auf die drei Punkte und auf Zertifikate verwalten. Hier gehen wir unten auf Zertifikat importieren. So, die URL haben wir ja gerade kopiert. Die mache ich also einen langen Klick in das Feld und sage einfügen und klick auf Laden. Jetzt kann ich dem noch einen Namen geben, dem Ganzen. Der ist optional. Also der ist nicht optional, der sollte schon einen Namen haben, aber der kann frei gewählt werden. Nun kann ich also weitermachen und den neuen Tunnel anlegen. Name der Verbindung kann auch wieder frei gewählt werden, nenne ich hier mal RVPN. So, hier wird es nochmal spannend. Da brauche ich jetzt die Daten, die in der .ssl-Datei stehen, die wir runtergeladen haben. Kann ich also am Computer nochmal aufmachen, suche mir da die IP raus, die unter Connect steht und füge die nun hier ein. Und nicht vergessen, am Ende mit Doppelpunkt 443 muss auch noch der Port angehängt werden. So, bei dem lokalen Port, den finden wir auch in der SSL-Datei unter dem Punkt Accept. Da sehen wir den Port 1413. So, jetzt setzen wir erstmal alle drei Haken da unten und beim Zertifikat wählen wir eigene Zertifikatsliste aus. Das ist im Grunde das, was wir gerade importiert haben. Jetzt klicken wir auf Speichern und klicken den Tunnel nochmal an. Und können unten nun auf Tunnel starten klicken. Und jetzt ist es schon grün, die Verbindung ist also schon hergestellt. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ich muss meine OpenVPN-App aufmachen
und muss auf Import gehen und importiere mir das Profil, das ich ja vorhin auch aufs Handy kopiert habe. Jetzt kann ich einfach auf Connect drücken. Was man dann sieht, ist, dass man eben genau auf diesen Port zugreift, den man vorhin eingegeben hat, und man greift auf die lokale IP zu, nämlich quasi den Tunnel, den man gerade aufgemacht hat. Jetzt kann die App Simple HTTP Server wieder deinstalliert werden. Wir haben ja das Zertifikat erfolgreich importiert. Damit sind wir dann mit der Einrichtung fertig. Noch ein paar Worte zum Schluss. Für was braucht man das Ganze? Es gibt Länder wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder der Iran und China, die das Internet stark zensieren und die auch verhindern wollen, dass man mit einer VPN-Verbindung nach draußen kommt. OpenVPN-Pakete sind wohl relativ einfach zu unterscheiden von HTTPS-Paketen und somit können diese verworfen werden. Jetzt ist mir das aber nicht in so einem restriktiven Land passiert, sondern in Rom am Flughafen. Dort gibt es freies WLAN und scheinbar hat sich da der WLAN-Anbieter gedacht, wir greifen mal in die Verbindung ein, schauen, was der User so macht, und VPNs gefallen uns gar nicht, weil dann können wir ja gar nicht mehr den User tracken und schmeißen mal alle Pakete von OpenVPN weg. So ist es mir passiert. Ich habe am Flughafen gestanden und konnte mich nicht über den Port TCP443 verbinden, was ja der HTTPS-Port ist. Mit diesem Trick, den ich euch jetzt gezeigt habe mit dem S-Tunnel, kann man das sehr wohl wieder tun. Leider konnte ich es nicht testen. Die Mühe habe ich mir jetzt am Flughafen nicht gemacht. Aber so sollte es gehen. Würde mich natürlich über Feedback in den Kommentaren freuen.